Ja, und jetzt geht es um Dekoration und Einrichten hier bei Pearl TV. Und ich würde jetzt mal wieder behaupten, Sie haben genau im richtigen Moment eingeschaltet. Denn Kathi hat uns heute Dekorationselemente rausgesucht, die nicht nur schön anzuschauen sind, sondern die auch noch sehr, sehr beruhigend auf einen wirken. Das liegt einerseits natürlich am Wasser, aber auch am Licht. Wasser und Licht, das sind so Elemente, ja, die uns Menschen einfach sehr, sehr arg beruhigen. Aber diese Dekorationselemente, die haben noch ganz andere Vorzüge, und all die Vorzüge wird uns jetzt Kathi zeigen. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich etwas für jeden Geschmack dabei. Genau, wir haben ganz tolle Zimmerbrunnen für Sie, und jeder sollte so einen Zimmerbrunnen zu Hause haben. Ein Stück Natur sich dann auch so ein bisschen in die Wohnung holen, und wir haben ganz unterschiedliche Modelle hier für Sie, für jeden das passende Modell. Beginnen wollen wir mit unseren tollen Buddha-Zimmerbrunnen. Hier ganz, ganz spirituell, meditativ auch ein wenig kommen die daher, und die geben einem unheimlich viel Kraft. Ja? Das spürt man sofort. Ah, herrlich. Hier unser erster Zimmerbrunnen, wunderschön in diesem leichten Bronzeton, so leicht Gold-Bronze-Farben. Und da sehen wir es auch schon, dieses tolle Wasser plätschern. Einfach nur schön. Und so ein Buddha, wenn man den dann auch zu Hause hat, ich verstehe, warum viele da auch so begeistert einfach von sind. Buddha, der Erwachte, ja, der hilft einem einfach dann auch in schwierigen Situationen das Leben zu meistern, ja, diesen positiven Weg dann auch wieder zu finden. Und wir schauen uns unseren Buddha hier im Studio auch mal ganz genau an. Da sehen wir es auch schon. Toll gearbeitet. Einmal dieses ganz, ganz leichte Bronze hier, wirklich toll ins Detail auch gearbeitet. Allein der Buddha, wie schön der hier in seiner meditativen Pose sitzt. Toll gemacht, ja. Vorne das Wasserbecken. Und hier, wie schön dieses ganz leichte Wasserplätschern dann hier runterfließt in diesem Kelch. Wir haben hier ein Licht, und das ist so ein ganz leicht orangenes, rotes Licht. Also wirklich sehr beruhigend, wie du gesagt hast. Mhm. Dich beruhigt ja dieses Plätschern, dieses ganz leichte Plätschern bei diesem Brunnen hier auch. Ja. Zusätzlich hat so ein Brunnen auch immer noch eine positive Wirkung auf das Raumklima. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, denn so ein Zimmerbrunnen verbessert auch immer das Raumklima. Gerade jetzt, wo wir Heizperiode haben, ist die Raumluft immer sehr trocken. Also hier eine Verbesserung des Raumklimas, das spürt man dann auch immer noch. Das kommt immer noch zusätzlich hinzu. Das Wasser auch ganz schleichend ein bisschen verdunstet, dementsprechend die Luftfeuchtigkeit erhöht. Ist also auch schön inmitten von Pflanzen. Da kann ich mir das gut vorstellen, dass man es da dekoriert. Und vielleicht waren Sie mal im Baumarkt und sind dort an so Zimmerbrunnen vorbeigelaufen und haben gedacht, oh, das wäre doch auch mal was für mich. Und dann nimmt man das Preisschild und schaut drauf und denkt, oh, muss nicht unbedingt sein für den Preis. Unsere Preise sind unsere TV-Sonderpreise. Und glauben Sie mir, günstiger gibt es das einfach nicht. 16,06 Euro für diesen ersten Buddha, der übrigens 19 cm hoch ist. Also richtig schön, wenn man gar nicht so viel Platz hat, aber trotzdem auf dieses Highlight, Dekorationshighlight, und dann natürlich auch diese Beruhigung durch dieses leichte Wasserplätschern nicht verzichten möchte. Die Bestellnummer ist die NX6516 und die 569. Und dann kommt er in wenigen Tagen für gerade mal 16,06 Euro zu Ihnen nach Hause. Was mir hier bei unserem kleinen Buddha besonders gut gefällt, ist auch die Farbe. Dieses Farbspiel, du hast es gesagt, diese leicht orangefarbene LED, aber das ist natürlich auch, passt auch perfekt zur goldfarbenen Buddha-Statue. Ja. Und ich muss sagen, es ist also wirklich optisch ein absoluter Hingucker. Sehr authentisch gemacht, weil die meisten Buddha-Figuren, die man natürlich dann auch in zum Beispiel Thailand, in Asien irgendwo sieht, sind ja dann auch golden. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr realistisch gemacht. Wir haben auch noch einen zweiten für Sie, und der steht hier schon vor Ralf. Der ist jetzt sehr viel größer gearbeitet, und ich finde ihn wunderschön. Das ist ja einer meiner Favoriten, die wir hier haben. Schauen Sie sich das mal an, und das muss man sich wirklich im Detail anschauen. Wir haben hier den Buddha, auch hier wieder mit ganz viel Liebe zum Detail gearbeitet. Alleine hier oben, wenn man sich das Gesicht anschaut, die Äuglein hier, das Näschen, dann die Hände, auch die Handhaltung hier in dieser meditativen Pose. Und dann sitzt er hier auf einer Lotusblüte. Also der Brunnen an sich ist eine Lotusblüte. Und vor ihm haben wir hier eine leicht ja, rotfarbene Lotusblüte. Und in dieser Lotusblüte schwebt jetzt diese
Glaskugel. Das ist eine echte Glaskugel, die wir hier haben, die sich jetzt hier im Wasser dreht. Und je nachdem, wie stark Sie den Wasserlauf eingeschaltet haben, dreht sich auch diese Glaskugel in unterschiedlicher Schnelligkeit. Und Sie sehen hier diese Lichteffekte, die hier in dieser Glaskugel entstehen. Das ist wirklich was ganz, ganz Außergewöhnliches, weil je nachdem, wie man da auch drauf schaut, hat das so einen unterschiedlichen Lichteffekt und man gerät da richtig wie in Trance, finde ich. Ja? Und das sieht, auch wenn es dunkel ist, ganz faszinierend dann aus in der Wohnung, ja? Wenn diese Lichter dann so funkeln und glänzen. Also wirklich was ganz Spirituelles. Und der Buddha natürlich schon in seinem meditativen Element hier mit der Lotusblüte in Kombination. Und Sie sehen hier unten, wie schön das gearbeitet ist, traumhaft gemacht. Die Lotusblüte, ja, Lotus, ein Sinnbild für den zur Befreiung führenden inneren Weg, Reinheit, Treue, dann diese Schöpferkraft, die Erleuchtung. Ja? Und das ist für viele natürlich ganz, ganz wichtig, ja? Dass man hier Kraft bekommt, dass man auch seinen Weg findet. Und das holt man sich hier nach Hause. Man spürt es sofort, wie viel Kraft von diesem Brunnen auch ausgeht. Also einfach mal zurücklehnen und das Farb- und Wasserspiel genießen hier. Natürlich, Sie sehen es, unterstützt von diesem Buddha. Ich finde es wunderschön. Hier jetzt auch etwas größer als unser erster Buddha, aber im Preis immer noch unglaublich klein. Der ist nämlich hier unser TV-Sonderpreis, 23,66 Euro. Und für Brunnen, für Zimmerbrunnen in dieser Qualität, mit diesen Optionen, zahlt man auch gerne mal 50 Euro. Nicht bei uns, 23,66 Euro. Zum TV-Sonderpreis immer dran denken, TV-Sonderpreis gilt maximal bis 2 Stunden nach der Sendung. Also lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Die Bestellnummer ist die NX6579 und die 569. Und dann kommt unser beleuchteter Lotus-Buddha mit dieser wirklich faszinierenden Glaskugel. Die ist auch so speziell geschliffen, damit sich das Licht auch wirklich hier asymmetrisch bricht. Ja, mit dieser Glaskugel zu Ihnen. Und wenn Sie sagen, jawohl, das ist meiner, dann muss ich sagen, oder? Das wäre jetzt auch genau mein Geschmack. So, jetzt gehen wir mal weg, ein bisschen von den Buddhas. Jetzt kommen wir. Also, wir werden klassischer. Richtig klassisch. Also mich hat der nächste Brunnen jetzt gleich mal an so römische Gebäude erinnert. Ja, ganz, ganz klassisch. Oft ist man ja auch wandern zum Beispiel. Man kommt dann vielleicht an so eine Ruine, alte Burgruine. Und da entdeckt man plötzlich so einen, ja, Brunnen, und da hat man ihn plötzlich, diesen Löwenkopf mit diesem Auffangbecken im unteren Teil. Und da haben wir ihn auch für Sie zu Hause. Also ganz klassisch hier, unser Zimmerbrunnen, der beleuchtete Löwenkopf. Auch hier wieder toll gearbeitet. Wir sehen hier diese LED da drin. Und da sieht man hier, wie das Wasser aus diesem ersten Auffangbecken dann in das zweite Auffangbecken hineinläuft. Also sehr authentisch, sehr realistisch gemacht. Und man denkt jetzt direkt, das ist Stein. Ne? Wenn man das anschaut, schauen Sie mal, wie toll das gearbeitet ist. Auch hier dieser Löwenkopf mit der Mähne. Das sieht wirklich aus wie echter Stein. Auch wenn man das anfasst, hat man von der Haptik her das Gefühl, das ist Stein. Das ist aber aus Polyresin gearbeitet. Also unglaublich toll und authentisch gemacht. Das ist aus Polyresin, ist eine Kunstharzfertigung, die hier so toll dann wie echter Stein gearbeitet werden kann. Das hat auch ein ordentliches Gewicht, wenn man das versucht hochzuheben. Das sind jetzt hier 1,5 Kilo bei diesem Zimmerbrunnen. Also Sie bekommen hier eine fantastische Qualität nach Hause. Super schön gemacht. Wenn man da jetzt vielleicht auch noch so ein paar Steine rechts und links drumherum platziert, positioniert, dann sieht das so toll aus. Also da holt man sich wirklich so ein Stück Natur nach Hause und da hat man wirklich dieses Gefühl, man war gerade auf der Wanderung und hat da so ein verlassenes kleines Plätzchen entdeckt, wo dann so ein kleiner Brunnen gesprudelt ist aus der alten Zeit, ja, so eine verfallene kleine Ruine. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Da denkt man immer, oh, welche Geschichte steckt dahinter? Waren da vielleicht früher die Ritter. Das ist so ganz, ganz toll. Und hier dieser Löwenkopf, ich finde es einfach faszinierend. Also sehr klassisch, sehr elegant gemacht, aber mit viel Liebe zum Detail auch hier. Ich denke, viele unserer Zuschauer haben jetzt auch schon in ihrem inneren Auge gesehen, wo in der Wohnung sie diesen tollen Löwenkopfbrunnen platzieren können. Ich meine, wie der Brunnen aussieht, den sie zu Hause aufstellen, das ist natürlich Geschmackssache und kommt auch auf ihre Einrichtung ein. Aber der positive Effekt dieser Beruhigung und gleichzeitig der Erhöhung der Luftfeuchtigkeit,
Luftfeuchtigkeit, der ist natürlich bei all unseren Zimmerbrunnen gleich. Hier für unseren Löwenkopfbrunnen bitte die Bestellnummer NX9001 und die 569 nennen bzw. jetzt notieren. Und der Preis hier auch immer noch sehr, sehr günstig. 28,41 Euro. Kurz zur Information, knapp über 26 cm hoch ist der Brunnen. Der ist also eine richtige Erscheinung. So, jetzt gehen wir ins ganz Natürliche, so als würde eine natürliche Quelle irgendwo sprudeln. Aber jetzt eben bei Ihnen im Wohnzimmer oder auf dem Blumenfenster oder im Wintergarten. Und der erste Brunnen, den Kathi uns jetzt zeigt, der heißt, hat einen tollen Namen schon, Alpenfels. Der Alpenfels. Und da gehen wir hier direkt mal in die Mitte von unseren tollen Zimmerbrunnen, die wir hier haben. Die sind jetzt sehr realistisch und natürlich gemacht. Wunderschön. Schauen Sie mal, das sieht wirklich so aus, als ob man hier ja so eine Felsspalte hätte. In dieser Felsspalte bricht jetzt hier so ein kleiner Bach herunter. Und hier im unteren Teil, schauen Sie, das sieht so aus, als ob man hier wirklich noch so einen kleinen Baumstumpf hätte, der sich hier über die Steine gelegt hat. Und das Wasser plätschert hier so schön hinab. Im Inneren auch hier wieder die leichte Beleuchtung mit einer LED, die hier mit eingebaut ist, sodass man eine ganz leichte Beleuchtung des Wassers hat. Das sieht dann auch, wenn es mal im Zimmer ein bisschen dunkler ist, sehr, sehr schön und dekorativ aus. Das Wasser wird von unten so ein bisschen angestrahlt. Also ein ganz naturgetreues Design, sehr realistisch gemacht, wunderschön gestaltet das Ganze. Also ich finde es traumhaft einfach nur. Auch hier haben wir eine Polyresin-Verarbeitung. Also auch hier, man denkt wirklich, es ist Stein, ja, aber es ist Polyresin, also diese Kunstharzverarbeitung, die man hier so naturgetreu dann arbeiten kann. Es sieht sogar so ein bisschen aus, als wären die Steine hier so ein bisschen abgewetzt, als hätte sich hier dann an dem Baum auch schon so ein bisschen Moos gebildet. Also wirklich sehr, sehr authentisch gemacht. Und dieser Brunnen jetzt hier, in dieser tollen Qualität, hat ein Gewicht, und daran erkennt man auch immer die gute Qualität, von 2 Kilo. Also wie so ein zerklüfteter Gebirgswasserfall. Da jetzt vielleicht noch so ein paar schöne Steine daneben setzen, die man vielleicht selber gefunden hat, so ein paar Findlinge oder dann vielleicht auch so ein bisschen schön Blumen neben dekorieren, das ist was ganz Besonderes. Und der Alpenfels, gerade durch diese hohe Machart, sehr, sehr dekorativ, dann für Ihre Wohnung, vielleicht für den Eingangsbereich, für den Wintergarten, sind natürlich unsere Zimmerbrunnen sehr beliebt. Ja, und die Höhe 27 cm hier, Sie sehen also wirklich sehr, sehr stattlich. Die Bestellnummer ist die NX9002 und die 569 und der Preis hier 28,41 Euro. Wer jetzt sagt, wow, sowas, also das gefällt mir unglaublich gut, aber könnte ruhig noch ein bisschen größer sein, das ist ja überhaupt kein Problem, weil jetzt gehen wir zu unserem nächsten Brunnen. Der hat auch einen schönen Namen, das ist nämlich die Bergquelle und es sieht wirklich aus, als würde an der Spitze eines Berges hier das Quellwasser sprießen, also die Quelle entspringen und das Wasser sich dann da seinen Weg über Jahrtausende durch die Felsen gesucht haben. Und genau so sieht dieser Brunnen aus. Schauen Sie sich ihn an. Oh, und die Bergquelle ist auch was ganz Besonderes, weil die Bergquelle, die ist so toll gearbeitet. Ich gehe einmal rüber, um sie anzuschauen. Also hier wirklich ganz fantastisch gearbeitet, wunderschön. Richtig toll. Unsere Bergquelle mit der LED, super toll gemacht. Wir haben hier die LEDs da drin, eine LED pro Wasserbecken, dann auch hier wieder ein stattliches Gewicht von 3,1 Kilogramm das Ganze. Traumhaft schön, auch hier dieses naturgetreue Design, das wir haben. Einfach nur wunderschön gemacht. Also ein Traum das Ganze. Und auch hier, ja, es sieht wirklich so aus, als ob da Steine sind. Und natürlich wieder dieses tolle Holzelement mit drin. Also sehr dekorativ und also erspannend das Ganze. Und überleg mal, solche
solche tollen Zimmerbrunnen normalerweise um die 80 Euro, 100 Euro zahlst du dafür. Die gibt es ja dann auch in den Fachgeschäften zu kaufen, aber die kosten so viel Geld normalerweise. In dieser Größe, wir sind hier bei knapp 37 Zentimetern. Ja. Was mir besonders gut gefällt, sind die zwei verschiedenen Beleuchtungselementen. Einmal oben auf der Spitze des Berges, sage ich jetzt mal, also dort, wo die Quelle entspringt. Und dann unten nochmal, wo dann sich das Wasser den Weg bahnt in das Auffangbecken. Und wenn man bedenkt, in der Natur geht sowas über Jahrtausende, ja, bis so etwas hier geschaffen ist. Und Sie können sich's einfach durch einen Anruf nach Hause holen. Und auch hier natürlich wieder diese Beruhigung, die man hat, die man erfährt durch das Wasser und durch das Lichtspiel. Und natürlich auch nochmal der positive Nebeneffekt, der für alle unsere Zimmerbrunnen gilt, die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. Gerade in Kombination mit Pflanzen, die jetzt vielleicht gerade im Winter den Kopf ein bisschen hängen lassen, nicht weil sie zu wenig gießen, sondern weil die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt. Gerade bei denen wird das ganz, ganz gut tun und Ihnen und Ihrer Seele auch. Die Bestellnummer hier für unsere Bergquelle ist die NX9006 und die 569. Der Preis jetzt nicht 80 Euro, wie Sie es vielleicht vermuten könnten, sondern gerade mal 47,41 Euro. Und jetzt, Sie sehen es hier, nur mit leichtem Grün links und rechts verziert, ist das schon ein ganz, ganz anderer Anblick. Und ich glaube, Sie können sich jetzt auch schon vorstellen, wo dieser Brunnen, wenn das jetzt Ihr Lieblingsbrunnen sein sollte, bei Ihnen zu Hause platziert wird. Ein Brunnen zu Hause zu haben, das ist ein Stück Natur in den eigenen vier Wänden. Auch wenn es ein künstliches Material ist hier, aber die Naturelemente sind das Licht und das Wasser. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch drei Brunnen für Sie. Und hier kommen wir jetzt zu einem Phänomen, was in der Natur öfter mal passiert, nämlich dass Wasser sich verschiedene Wege sucht. Und das in einem Brunnen. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer Felsspalte. Und die Felsspalte ist was ganz, ganz Tolles. Ja? Da haben wir ja nämlich jetzt drei LEDs sogar drin. Und wie Ralf gerade schon gesagt hat, hier läuft das Wasser direkt in diesen zwei Felsspalten nach unten runter und wird dann unten erst in zwei kleinen Auffangbecken aufgefangen und läuft dann unten in ein großes Auffangbecken. Ja? Und Sie sehen hier, das ist wirklich der Wahnsinn. Hier, schauen Sie mal, Sie sehen hier richtig das Moos. Ne? Man denkt richtig, da ist Moos drauf unten. Das ist so genial gemacht. Also so einen natürlichen Brunnen habe ich selten erlebt. Also es sieht wirklich super echt aus, das Ganze. Hier fantastisch gearbeitet, auch hier Polyresin. Fast 4 Kilo schwer, dieser Brunnen. Also wirklich traumhaft von der Qualität. Da holt man sich was ganz Besonderes nach Hause. Oh, einfach nur himmlisch. Und vielleicht waren Sie auch schon mal im Urlaub, sind wandern gegangen, waren draußen, ja, im Wald und sind da so einen schönen Waldweg lang gelaufen. Die Vögel haben gezwitschert, sie sind zwischen den Bäumen lang gelaufen. Oben ist das Licht zwischen den Baumgipfeln so ein bisschen durchgebrochen. Sie haben schön durchgeatmet, diese frische Bergluft, und sie haben gemerkt, oh, es riecht so richtig schön, ja. Und dann sind sie um die nächste Ecke gebogen bei ihrem kleinen Waldweg. Und plötzlich, ja, da hat es sich aufgetan und da war dieser kleine Bach, der dazwischen den Felsspalten hindurchgekommen ist auf ihrer Gebirgswanderung. Und sie haben gedacht, ach, ist das toll. Und sie konnten dieses wasserförmliche riechen, dass da diese Felsspalten heruntergeplätschert ist. Das ist so ein besonderer Moment. Und das kann man sich jetzt hier in die Wohnung holen. Das ist wie Urlaub zu Hause. Das, was du gerade beschrieben hast, habe ich selber schon erlebt. Man bleibt dann vor so einem kleinen Wasserfluss fasziniert stehen und schaut dem Wasserspiel zu. Ja, wenn man es eigentlich normalerweise nicht sieht. Das gibt es ja nicht so oft. Jetzt können Sie das täglich haben. Diese Faszination Wasser hier mit zwei Wasserläufen. Sie sehen das jetzt links in der einen kleinen Spalte ein klein wenig und der Hauptfluss in der Mitte. Und beides endet in einem kleinen Teich. Diesen wunderschönen Zimmerbrunnen mit dem Namen Felsspalte, den können Sie sich jetzt nach Hause holen mit der Bestellnummer NX9005 und der 569. 47,41 Euro, auch das ein fantastisch günstiger Preis. Wenn Sie es vergleichen, wenn Sie schon mal irgendwo geschaut haben, was solche Zimmerbrunnen normalerweise kosten, werden Sie das jetzt sofort merken. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den Felsen, weil Wasser auch in der Natur sucht sich teilweise die unmöglichsten Wege. Und dann gibt es Naturerscheinungen, ja, die einen komplett faszinieren. Und da sind unsere nächsten beiden Brunnen ganz vorne.
vorne. Ja, nicht nur durch die Felsen, sondern auch zum Beispiel in großen Baumstämmen, in so Wurzeln, ja, kann das Wasser fließen. Und da haben wir unsere nächsten beiden Zimmerbrunnen, die wir Ihnen hier zeigen dürfen. Hier unser wunderschöner Waldteich, ja. Und da haben wir eine Kombination, schauen Sie mal, eine Wurzel und in der Wurzel läuft das Wasser hinunter und mündet hier in ein Steinbecken. Ist das nicht toll gemacht? Also hier wirklich ganz fantastisch. Und hier haben wir noch eine absolute Besonderheit, denn hier im unteren, in diesem Steinbecken, das wir hier unten haben, sind 4 LEDs verbaut, und zwar farbige LEDs. Wir haben hier ein grünes, ein gelbes, ein rotes und ein blaues Licht. Und diese farbigen LEDs beleuchten hier das Wasser, das hier reinplätschert. Und das gibt hier so ein ganz mystisches, ein ganz fantastisches Spiel, Farbspiel. Es sieht so ein bisschen aus, als ob das Licht, das Wasser nach oben steigt. Und das macht es wirklich so ganz außergewöhnlich, so ein bisschen verzaubert das Ganze auch so, als ob man da wirklich so ein bisschen im Reich der Feen und der Elfen gelandet ist. Ja, die spielen ja meistens immer in so Wurzelgrotten und so ein bisschen in diesem Bereich, in den Wäldern. Und das hat man hier, diesen Eindruck, gerade durch dieses bunte Licht, das man hier hat. Und Sie sehen, das schaut so ein bisschen so aus, als ob das Licht, das Wasser nach oben steigt. Dieser Effekt wird hier erzeugt durch die Lichter, die hier im unteren Teil sind. Gerade wenn Sie es da zu Hause mal so ein bisschen dunkel machen, das Licht ausmachen und einfach nur hier diesen Lichtzauber von Ihrem neuen tollen Zimmerbrunnen genießen, das ist spektakulär. Und auch hier wieder dieser ganz tolle Moosbesatz, dieses ganz naturgetreue Design. Hier unten sieht aus wie Stein, ist aber auch hier wieder die Polyresin-Arbeitung. Und auch hier, das ist keine echte Wurzel, nein, auch hier eine Polyresin-Arbeitung, obwohl es so aussieht. Auch hier ein Gewicht von 3,2 Kilogramm bei diesem tollen Zimmerbrunnen. Also eine Wahnsinnsqualität, die wir hier anbieten können. Ja, und hier muss ich mich mal outen, das ist mein absoluter Lieblingszimmerbrunnen. Ich habe den gesehen, habe gedacht, wow, ist das unglaublich echt gemacht, als wäre es Holz in Stein mündend. Und dann natürlich auch noch diese faszinierenden Lichteffekte, die Kathi gerade beschrieben hat. Der Preis auch hier 47,41 €, und die Bestellnummer die NX9004 und die 569. Für mich der schönste Zimmerbrunnen, aber das ist rein subjektiv. Die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden, sonst würde ja immer jeder das Gleiche kaufen. Aber ich wollte es einfach mal kundtun, dass also mich der komplett begeistert hat, ab dem ersten Moment, den ich gesehen habe. Aber wir haben noch einen für Sie, und da möchten wir Ihnen jetzt auch mal zeigen, dass man mit Brunnen gar nicht immer laufen muss. Selbst wenn der mal ruhig ist, ohne dass die Pumpe an ist, ohne dass Wasser fließt, ist es ein absoluter Hingucker. Aber wir können natürlich auch Wasser fließen lassen. Wir wollten das einfach mal nur in Ruhe zeigen. Und dieser Brunnen, wir werden ihn gleich ohne Wasser sehen, der heißt Wurzelgrotte. Ja, eine Wurzelgrotte, und da fließt das Wasser ganz von oben bis nach unten runter. Also wirklich ein tolles Wasserspiel, was Sie da haben, wenn Sie ihn anschalten, mit diesem langen Wasserfluss. Also sehr spektakulär auch gearbeitet. Eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung hier wieder mit dabei für Sie. Und durch diesen langen Wasserfluss wirkt das natürlich auch so. Das Wasser rinnt wie so Bindfäden nach unten runter. Dadurch hat man eine sehr intensive Raumbefeuchtung auch noch, der Raumluft. Also das kommt hier hinzu, also eine ganz tolle Verbesserung des Raumklimas. Hier unten dieses Wasserbecken, wo das Wasser dann sehr schön aufgefangen wird. Also sieht schon sehr, sehr schön aus. Stattliche Höhe auch hier wieder. Einfach toll gearbeitet, das Ganze. Aber auch, wenn man ihn ausschaltet, wirklich ein richtiger Blickfang. Allein, wenn man den jetzt so stehen hat, wenn man da vielleicht dann auch schöne Steine oder ein paar Pflanzen drumherum drapiert, sieht das schon sehr, sehr schick aus, sehr dekorativ aus, ganz natürlich auch. Also man findet ja auch oft draußen solche ganz normalen Wurzeln. Vielleicht haben Sie auch Ihren Garten dann oder ein kleines Schrebergärtchen, und Sie haben da mal so alte Wurzeln einfach. Die kann man ja sehr schön trocknen. Die werden ja auch oft zur Dekoration dann verwendet. Wenn Sie die dann trocknen, einfach da so schön neben dekorieren, neben drapieren, dann macht das noch viel mehr Eindruck. Und da holen Sie sich richtig ein tolles Stück Natur nach Hause. Gerade hier diese Wurzelgrotte, die hat normalerweise einen Preis von 150
Euro. Das muss man sich mal überlegen. Das ist natürlich hier auch dementsprechend geheimnisvoll, stimmungsvoll gearbeitet. Sieht sensationell aus. Also sowas jetzt in der Größe, in der Machart, das für jetzt einen Spitzenpreis von 66,41 Euro zu bekommen, das ist was ganz Außergewöhnliches. Was mich hier beeindruckt, ist, wie die Wurzel anscheinend hier den Stein umringt, umarmt. Ja? So, das sieht man oft mal, dass so Baumwurzeln sich ganz andere Wege suchen, als man denkt. Ja, so ein bisschen, und dann plötzlich um irgendwelche Gegenstände herumlaufen. Und das ist hier bei diesem Brunnen natürlich besonders toll gemacht. 66,61 Euro, auch das ein fantastischer TV-Sonderpreis. Und ich kann mir gut vorstellen, ich bin mir eigentlich sicher, dass Sie Ihren neuen Lieblingsbrunnen gefunden haben. Bei diesen 8 Brunnen, die wir Ihnen gezeigt haben. Kurze Frage, Kathi, welches ist denn dein Lieblingsbrunnen? Also ich bin da wirklich ganz begeistert von unseren Buddhas, die wir hier haben. Gerade hier der Lotus-Buddha, der hat es mir ja total angetan. Mhm. Ich mag ja dieses Spirituelle sehr, sehr gerne. Sowas finde ich auch schön, dann mal fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer, wenn man es wirklich natürlich haben möchte, wenn man sich so eine richtige Naturecke einrichten möchte, dann natürlich auch einen von den Steinbrunnen. Ich würde dann halt direkt Steine drumherum positionieren und dann halt auch ein paar Pflanzen. Also ich habe da immer so direkt die Bilder im Kopf mit Steinen, mit ein paar Pflanzen und so weiter. Das sieht natürlich toll aus. Aber suchen Sie sich Ihren Lieblingsbrunnen auch aus, auch der Löwenkopf zum Beispiel, wenn du das auch ganz schlicht hast, ein Regal und dann einfach nur den Löwenkopf dann da drauf setzen. Das sieht natürlich auch ganz, ganz dekorativ, sehr elegant aus. So verschieden können Geschmäcker sein. Mein Lieblingsbrunnen, der Waldteich, was ist Ihr Lieblingsbrunnen? Den dürfen Sie sich jetzt nach Hause holen. Also ran ans Telefon und dann viel Spaß mit dem Zimmerbrunnen.